Prost. Prost. Worauf trinken wir? Auf die Nachkriegszeit. Verzeihung, aber wieso ausgerechnet auf die Nachkriegszeit? Weil sie vorbei ist. Die Nachkriegszeit? Ja. Der Bundeskanzler hat gesagt, die Nachkriegszeit ist vorbei, hat er gesagt. Die Nachkriegszeit ist vorbei, hat er gesagt? Ja. Weil einfach so, die Nachkriegszeit ist vorbei. Einfach so. Donnerwetter. Ja. Wurde ja auch langsam Zeit, ne? Nee, ich meine Donnerwetter, dass es sich überhaupt so klar ausdrücken kann. Das kann aber unklaren Tatbeständen immer. Nein. Verzeihung, aber die Nachkriegszeit ist kein unklarer Tatbestand mehr. Wieso nicht? Weil man ja weiß, wie lange sie dauert. Ja. Genau 20 Jahre, 186 Tage und 122 Minuten. Also die 20 Jahre sind mir klar, aber wieso 186 Tage? Das ist die Differenz zwischen dem 8. Mai und dem 10. November. Da hat er es nämlich gesagt. Der Kanzler? Ja, in seiner Regierungserklärung. Ja, und die 122 Minuten? So lange hat er gebraucht, bis er es raus hatte. Oi. Was meinen Sie, woran hat er es wohl gemerkt, dass die Nachkriegszeit vorbei ist? Vielleicht an sich selber. Wieso? In der Nachkriegszeit war er erfolgreich. Ach ja. Sagen Sie, wenn jetzt die Nachkriegszeit vorbei ist, was kommt denn dann jetzt? Das ist doch ganz klar. Vorkriegszeit. Wieso ist das klar? Also, die Menschheitsgeschichte besteht aus einer Reihe von Kriegen. Ja. Ja? Was dazwischen liegt, ist immer entweder Vor- oder Nachkriegszeit. Was anderes gibt's nicht. Ja? Da muss ich überlegen. Ja, Sie haben recht. 19 war nach dem Krieg. Mhm. 38 war vor dem Krieg. 25. Nach dem Krieg. 35. Vor dem Krieg. 28. Nach. Nee. Oh nee. Das war vor dem Krieg. Das wissen Sie nicht, ne? Nee. Deshalb bin ich auch so froh, dass es einem diesmal ganz genau gesagt wird. Aber Moment, wenn jetzt die Nachkriegszeit genau das arithmetische Mittel zwischen zwei Kriegen ist, dann... Nein, das ist es ja nicht. Das ist ja keine mathematische Sache, sondern eine psychologische. Psychologische. Ja. Wissen Sie, das ist so, weil längere Kriege haben ja auch längere Vor- und Nachkriegszeiten. Man empfindet es anders. Also dann ist nicht gesagt, dass der nächste Krieg in 20 Jahren, 186 Tagen und 122 Minuten ausbricht. Nein, in gar keiner Weise. Der kann jederzeit ausbrechen. Heute so gut wie morgen. Heute schon? Nee, heute nicht, bitte. Nein, meine, genauso gut wie er hätte in den vergangenen 20 Jahren, 186 Tagen und... 122. Dankeschön. Ausbrechen können. Aber das ist ja eigentlich entsetzlich. Ja, das finde ich ja schon lange. Nein, nicht so, wie Sie meinen. Wieso denn dann? Der Kanzler hat gesagt, die Nachkriegszeit ist zu Ende. Ja. Wenn jetzt morgen ein Krieg ausbricht und wir treffen uns nach dem Krieg wieder und wollen uns über heute unterhalten, was sagen Sie denn dann? Dann sage ich, allerhand passiert seit vorgestern, wa? Sehen Sie, das wäre dann der erste Krieg der Weltgeschichte, der keine Vorkriegszeit hat. Das ist entsetzlich. Ach nö, ach, das macht ja gar nichts. Wieso macht es nichts? Eine Nachkriegszeit hat er ja auch nicht. Eingepegelt. Das ist hier, was ich am Ohr habe, das braucht man, sonst kommt man gar nicht über die Straße heute. Das ist ein Computer. Ein Computer, das ist eine Art Denkmaschine für Menschen, die nicht mehr selber denken wollen. So eine Art Genieprothese. Ja, es ist ein IBM Super 1700 mit vollautomatischer Ganglienschaltung, denkt auf 100 Kilometer 4 Stunden. Uwe heißt er. Wissen Sie, es ist so,
Mit diesem Uwe, der muss natürlich eingefüttert werden. Er muss gut behandelt werden. Man muss ihm ganz kurze, präzise Unterlagen geben, dann kriegt man eine ganz kurze, präzise Antwort zurück. Manchmal nur ein Wort ist es, ja? Meistens ein sehr hartes Wort. Sie kommen ohne das gar nicht aus. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen über die Straße, sehen einen Menschen auf Sie zukommen und denken sich, Mensch, den kennst du doch, aber der Name. Sie können ja nicht hingehen, können sagen, guten Tag, nicht? Das ist ja peinlich, die Situation, mir neulich passiert. Ich sehe einen Menschen auf Sie zukommen, ich denke mir, na, denke ich mir, das Gesicht hättest du doch gerne vermisst. Ich sage zu Uwe, Uwe, fertig machen und sage zu ihm, Uwe, pass auf, Politiker, Hilfsschauspieler, Berufschrist. Hä? Guten Tag, Herr Barzel. Ja, Uwe denkt mit. Sehen Sie mal, das wäre ja zum Beispiel nicht passiert, was Emnet vor der Wahl passiert ist. Das wäre uns bald überhaupt nicht passiert. Die hatten doch als Wahlprognose ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt. Ja, Kopf-an-Kopf ist sowieso etwas euphorisch, nicht Kopf-an-Kopf. So viele Köpfe haben wir oft. Na, sehen Sie mal, wenn wir jetzt schon einen Richard Jäger brauchen, muss doch ein Mangel vorherrschen. Hallo. Kopfjäger als Justizminister ist eine ganz neue Idee. Na, nicht, dass Sie etwa glauben, ich hätte irgendwelche Sympathien für ihn oder so. Uwe, pfeif nicht immer, wenn ich Jäger sage. Ich weiß es, es gibt noch Schlimmere, aber nicht als Minister. Sehen Sie mal. Ja, Uwe, ja, ist ja in Ordnung. Sehen Sie mal, zum Beispiel so ein Computer ist ja auch weit vorausdenkender als wir. Ich bin zum Beispiel in der Wahlnacht, bin ich mit ihm im Auto gefahren. Also ich am Steuer, er am Ohr. Und ich habe die Wahlergebnisse gehört und sage zu ihm, Uwe, nun ist es soweit. Bis jetzt war Erhard unser Übergangskanzler, jetzt ist es unser Untergang. Und das hat er auch verstanden, nicht? Und ich frage ihn, Uwe, was kommt jetzt auf uns zu? Sagt er, ein Omnibus, du Trottel. Ja? Sie sehen, er sieht immer nur die nächstliegende Gefahr. Nun hat das ja aber auch schwer gehabt, unser Kanzler. Links hat ihn einer gezogen, rechts hat ihn einer gezogen. Aber das macht ja bei ihm nichts, nicht? Selbst wenn es dann mit der Haut und so, das schnellt ja alles wieder zurück. Boing, macht es nichts. Das ist, Ludwig der Dehnbare. Der Adenauer hat ja auch gesagt, der Erhard wäre nie ein richtiger Kanzler. Und da sagt man immer, den Adenauer könnte man nur die Hälfte glauben. Ich meine, es ist so. Ich habe natürlich auch Adenauers Erinnerungen jetzt gelesen. Die Erinnerungen, 24,80 Mark. Ich muss sagen, für 24,80 Mark erinnert er sich an zu wenig. Diese Erinnerung müssten Sie sich mal antun, ja? Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich. Ja, das ist so der Charme von Münchhausen etwas dabei, ne? Ja, selbst die Sache mit der Kanonenkugel ist drin. Er sieht zum Beispiel eine Granate auf sich zufliegen, nicht? Und schon das ist erstaunlich. Wer kann das schon? Mir hat man das so erklärt, also wenn eine Granate kommt, macht es Wumm, dann pfeift es und dann macht es wieder Wumm und dann musst du dich woanders aufhalten. Aber nicht so er. Er sah sie in einer Entfernung von 300 Metern. Er konnte die Entfernung so gut schätzen, schreibt er, weil er aus der Gegend war. Es handelte sich um eine amerikanische Granate, schreibt er. Ja, das konnte er auch erkennen, weil es ja leichter ist, ja immer dieses kleine Sternchen dran, nicht? Vielleicht flog sie auch etwas langsamer, nicht? Granate, nicht? War vielleicht Sonntag, nicht? Sonntags und Feiertags sind die Amerikaner immer ungeheuer human. Also ein richtiger Sonntagsschuss. Nun, machte sie vielleicht noch einen kleinen Bogen um einen gotischen Erker? Ja, diese Yankee-Ballistiker sind ja so ungeheuer taktvoll, nicht? Sagte, also der am Geschütz sitzt, sagt, ach, Dresden, bisschen, nicht? Und haben Sie mitgekriegt? Gut. Gehen wir gleich weiter. Das habe ich drin in der Rille. Also. Jedenfalls, also er wusste nicht, was er machen sollte. Die kamen immer näher, nicht zusehends kamen sie näher. Man konnte sie richtig verfolgen. Und in dem fiel ihm der berühmte Satz ein, mein Gott, was soll aus Deutschland werden? Und das bewog ihn dann, einen Schritt zur Seite zu treten, schnell nach Hause zu eilen. Und er war sogar noch rechtzeitig vor der Granate zu Hause. Das ist doch... Und wenn man sich überlegt, dass er uns 14 Jahre regiert, aber ich meine, ich denke gar nicht dran. Der Titel von dem Buch müsste eigentlich heißen Der alte Mann und das Märchen, ja? Ja, ich... Geh schon auf die Strafbank. Ei, da hat ja wieder keiner angewärmt hier.
Denn es ist ja so, der Erhard wird ja auch demnächst seine Erinnerung schreiben wollen. Er hat ja schon zwei Autoren, zwei Ghostwriter, hat er schon engagiert. Den Grass und den Hochhut, ja. Vorgesehener Titel, Hundejahre eines Stellvertreters. Aber... Der Bayern-Kurier soll ja die Kritik schon fertig haben. Also Strauß ist wieder rehabilitiert. Ja, das bei uns wird ja schnell rehabilitiert, nicht? Wenn ich da an England denke, stellen Sie mal vor, von dem Profumo hat man lange nichts mehr gehört. Ist aber bei dem schlimmer, der hat ja das Parlament belogen, nicht? Was man von Strauß nicht behaupten darf, nicht? Strauß hat nur wissentlich die Unwahrheit gesagt. Ist was anderes. So wie der CSU-Zimmermann, nicht? Der bei politisch bedingten Eiden, so heißt es, bei politisch bedingten Eiden, das ist eigentlich so eine ernste Sache, aber ich muss immer lachen, wenn ich... Der bei politisch bedingten Eiden, der Zimmermann, der dann immer nicht mein und dein unterscheiden kann. Ja, so meine ich es auch. Und der... Der sollte ja Bundesvizetagspräsident werden, aber deswegen durfte er nicht werden, sondern wurde ganz was, also was Unwichtiges. Der wurde Vorsitzender des Bundesverteidigungsausschusses. Da brauchen Sie solche Leute vielleicht. Man weiß es ja nicht, nicht? Außerdem war da der Vorgänger der Jäger und da ist der Übergang dann nicht so abrupt, nicht? Ja. Quälen Sie sich nicht, wenn Sie die Zusammenhänge nicht kennen. Also ich meine... Ich weiß nur manchmal nicht, wer bei uns die Richtlinie in der Politik bist. Also wenn man den Barzel zu reden hat, könnte man fast auf die Idee kommen, Politik zu machen, wäre nicht viel schwieriger, als ein Waschmittel zu verkaufen. Und so macht das auch der Barzel. Das ist so der Samtdeutsche mit dem gebremsten Schaum. Nicht? Verschönt uns den grauen Alltag, zwingt grau raus, zwingt weiß rein... Und wie er so spricht, nicht? Bei ihm ist alles prima. Er ist so ein Allesglätter auch. Wiedervereinigung, bitteschön. Wie darf es bitte sein? Wie hätten Sie es denn gern? Nächsten Donnerstag, wenn Sie wollen. Er ist ein ausgesprochen telegener Mensch auch. Und er kann sich auch vor dem Fernsehschirm bewegen. Ich habe ihn gesehen. Er spricht herrlich, so wie mit Messer und Gabel so. Einen Löffel hat er weggelegt, Meister. Also wenn ich eine Papiersorte wählen müsste, würde ich sagen, er spricht auf Bütten. Das ist der Büttenredner der CDU. Ja, kein Wunder, nicht? Dass, mit solchen Männern musste die CDU die Wahl gewinnen. Das ist ja logisch, nicht? Das hat ja auch jeder vorher gewusst. Uwe und ich hatten nur, also ich hatte ihn mit einer Wahlrede von Günter Grass einprogrammiert und anschließend mit dem Intelligenzpegel des deutschen Durchschnittswählers und schon hatten wir das Wahlergebnis. Aber die anderen sind überrascht worden, nicht? Vor allen Dingen die SPD. Die hat eine etwas langsamere Schrecksekunde, weil die ist ja auch schon eine ziemlich alte Partei, nicht? Und jetzt haben Sie es ja begriffen, jetzt kommt der Helmut Schmidt, Schmidt-Schnauze mit dem Noske-Image. Ja, der kommt an beim deutschen Wähler. Wissen Sie, der hat sein Vaterland nie böswillig verlassen. Er trug nie norwegisch Tuch. War Oberleutnant. Nicht nur Leutnant, Oberleutnant. Hat was am Hals, lässt es aber nicht heraushängen wie Mende, nicht? Und er kommt an bei der deutschen Hausfrau. Ja, der hat so was Zupackendes in den Augen, so mit etwas Thomas Fritsch für die Ottomane. So. Kurz, er hat alles, was Muttern verpasst hat, nicht? Stellen Sie mal vor, ein Sozi mit Sex, das ist ja fast so, als wenn Erla lächelt. Aber er kam auch gleich in die Bonner SPD-Baracke. Nein, die haben wirklich nur eine Baracke. Und der Barackenapoll, der Schmidt, ja, hat sofort eine Rede gehalten und hat gesagt, also das ist prima. Er kämmt sich jetzt übrigens anders. Er hat schon einen Image-Ingenieur wahrscheinlich. Er hat sofort gesagt, also das Programm der SPD war prima, nur die Verpackung war schlecht. Lasst mich ran, ich will euch besser einwickeln. Ab 69 kriegen wir dann alle ein Godesberger Programm, als Geschenkpaket natürlich, mit bunten Gesinnungsschleifchen, einer persönlichen Widmung von Helmut Schmidt. Wer zwei nimmt, kriegt Wenzel Jatschers Gartenzwerg dazu.
Hallo, jetzt spielt der Uwe mir schon wieder den vertriebenen Sender rein. Ey, ruf doch mal einer bei mir zu Hause an, ob meine Tür schon brennt, ja? Dieses Türenzündeln, das ist ein ganz neuer Freizeitsport geworden. Man macht es vorzugsweise mit Lumpen, die man ansteckt, nicht? Das hat ja alles so etwas. Es ist ja merkwürdig, es ist mir aufgefallen, also die Linken, die meckern dauernd, ja? Aber sie schreiben oder sie dichten oder sie singen, nicht, wenn sie gesungen werden, gelassen werden. Und die Rechten, die hauen, die schreien, die zünden Türen an. Ich weiß nicht, also es wird wohl doch stimmen, was man immer sagt. Links schlägt das Herz, rechts wird geschlagen. Wir werden übrigens einen Türschutzverein gründen müssen für Meinungsäußerer. Ja, also das Meinungsäußern, das ist bei uns immer noch, also das kann man. Ja, was glauben Sie? Zum Beispiel, es geht doch zum Beispiel auch so, bei dem Norddeutschen Rundfunk, nicht? Da gab es mal eine Sendung, Sendungen, die so sind, haben immer einen notorischen Imperfekt. Sie gab es, sie gibt es nicht. Und diese Sendung gab es mal beim Norddeutschen Rundfunk. Und da ist nämlich ein SPD-Intendant und ein CDU-stellvertretender Intendant. Nun fragt man sich bei Hallo Nachbarn zum Beispiel... Ach, jetzt haben Sie das mitgekriegt. Ach so. Da kann ich ja lange reden. Also da fragt man sich, hat jetzt der stellvertretende Intendant Hallo Nachbarn abgesetzt, weil der Intendant gerade krank war? Oder war der Intendant krank, damit der stellvertretende Intendant die Sendung absetzen konnte? Und das ist eine öffentliche Körperschaft. Sie sehen eben, bei uns sind der Dummheit keine Grenzen gesetzt. Nur der Satire. Mit dem alten, schönen deutschen Spiel, wo zwei raus müssen. Auf die Strafbank? Nein, auch keine Fenderspiele, zwei Karten raus müssen. Skat! Skat zu fünft? Ja. Ha, na, hier kommt der Strauß und sagt, der Skat bin ich. Hallo. Ja, ich gehe ja schon auf die Strafbank. Ja, ich setz mich gleich neben dich. Und was ist mit Britsch? Britsch zu fünft und was wird der De Gaulle dazu sagen? Hast du recht, was mit EKT? EKT zu fünft und was wird der Johnson dazu sagen? Stimmt auch wieder, was ist mit Poker? Poker ist doch verboten, Glücksspiel. Und was ist mit Schafkopf? Schafkopf, das entspricht schon viel eher unserer Rolle in der Welt. Wir sind weder Ass noch König noch Dame, das ist das Infame, das nehmen wir krumm. Wir sind und das spielt unsere Magenprobe, der ganz böse Bube. Warum, nur warum? Wir kamen dahinter, es ist etwas passiert, was uns gar nicht gefällt. Das sieht doch ein Blinder, wir sind diskriminiert und zwar
Seien Sie mal ehrlich, fühlen Sie sich da unten nicht auch diskriminiert? Nicht, weil Sie den billigen Sekt saufen müssen da. Na, bleiben Sie mal ernst jetzt, ja? Meine, fühlen Sie sich diskriminiert als Teil des Volkes, meine ich? Ja, die fühlen sich gar nicht diskriminiert. Mann, was haben wir uns da für ein Volk eingeladen? Du, aber vielleicht fühlen sich die diskriminiert, die wir gar nicht eingeladen haben. Fühlen Sie sich doch mal endlich diskriminiert! Die Bundesregierung will es so! Das heißt will. Sie sagt, wir sind es. Was sind wir? Diskriminiert. Durch die Bundesregierung? Nein, das heißt diskreditiert. Es fehlt uns was, was ist es bloß? Das Land ist nur noch halb so groß. Nein, daran liegt es nicht. Wir haben wieder gut gemacht, jetzt dankt es uns, weil's Kosten macht. Nein, daran liegt es nicht. Wir haben in den Schulen manchmal braun gefärbten Unterricht. Aber nein, aber nein, aber nein, daran liegt es nicht. Aber woran liegt es denn nur? Gut, müssen wir halt das Volk befragen. Herr Landmann, sagen Sie, fühlen Sie sich diskriminiert? Ja, und wir. Und mein Alter erst, mein Lieber. Es ist schon sakrisch blöd mit der Dis... Diskriminierung. Jawohl. Also wir hängen die Krimis schon zum Holz raus, geht. Ist doch wahr, dieser Maigretta und der Durbritke und der Bondjames und der 77er Strip. Nein. Nein, 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 nein. Ich meinte ja Diskriminierung. Ja. Wieso ist das nichts Kriminelles? Nein, das ist doch. Ja, also was soll das jetzt mit einer Diskriminierung ja schon gar nicht mehr? Wo gehen Sie denn hin? Hier auf die Strafbank. Hören Sie auch hin. Wir haben die Verjährungsfrist verlängert, wenn auch nur mit List. Nein, daran liegt es nicht. Wir führen Nazi-Filme auf, doch nur mit Kommentaren drauf. Nein, daran liegt es nicht. Wir haben einen Verkehrsminister, der auch sonntags spricht. Aber nein, aber nein, aber nein, daran liegt es nicht. Aber woran liegt es? Ja, nur vielleicht, weil nur 58% der Bundesbürger bereit sind, die Selbstschutzgesetze freiwillig zu befolgen. Das heißt nur 58%. Hör mal, das sind 3% mehr als Franzosen für de Gaulle. Fühlt der sich vielleicht dadurch diskriminiert? Ja, weißt du? Ja, dann überleg doch mal, Mensch, 42% nur sind bereit, Selbstschutz zu üben. Na und? Was heißt na und, Mensch? 42% potenzielle Selbstmörder. Also wenn das nicht diskriminiert... Apropos, weil du gerade von Potenz sprichst. Sag mal, weißt du übrigens, der Strauß geht jetzt doch mit der Mansfield... Was? ...gemeinsam gegen Augstein vor. Na und? Wen diskriminiert er schon? Die Mansfield. Wir haben einen Wohlstandsbauch, den haben aber andere auch. Nein, daran liegt es nicht. Artikel made in Germany verkaufen sich so schlecht wie die. Nein, daran liegt es nicht. Zwar haben wir eine NDP, der es nur noch an SA gebricht. Aber nein, aber nein, aber nein, daran liegt es nicht. Ja, muss ich Sie doch mal befragen. Sagen Sie mal, fühlen Sie sich als Teil des Volkes diskriminiert? Ja, freilich. Ah, wodurch? Durch die Verzichtpolitiker. Ah, auch Vertriebener? Ja, wir ballen. Oh, sehr prima. Bunzlau, angenehm. Wo gehst du denn hin, Kamerad? Da siehst du doch, zum Briefkasten. Zum Briefkasten, nur freilich. Wo sollst du denn hingehen, wenn du Briefe einer Foto hast, gell? freundliche Briefe für die Landsleute. Nein. Vor der evangelischen Bischöfe. Für die evangelischen... Bei den evangelischen Bischöfen? Eifel, pucht noch einmal. Drohbriefe? Ja, freilich. Von wem? Weiß nicht, ist ja anonym. Es ist anonyme Post. Ja. Sag mal, du hast aber einen ganzen Haufen von deinen Briefen da, einer Pfote. Sag mal, gibt's denn auch so viele evangelische Bischöfe? Mach Gottchen, nein, nur halb so viel, aber kriegt ja jeder zwei Briefe. Kriegt jeder zwei Briefe? Ja. Was steht denn im zweiten Brief? Dass wir uns vom Inhalt des ersten distanzieren. Es fehlt uns was, was ist es bloß? Wir sind doch sonst so anspruchslos. Nein, daran liegt es nicht. Wir haben keinen Mitbesitz am nuklearen Donnerblitz. Ja, daran liegt es. Nicht? Nein.
Na, endlich! Verzeihen Sie, meine Herren, fühlen Sie sich auch diskriminiert, weil die Bundesrepublik keine Verfügungsgewalt über atomare Waffen besitzt. Und wie? Damit sind wir automatisch eine Nation zweiter Klasse. Und wie? Im nächsten Jahr sind es 21 Jahre, dass der Krieg vorbei ist. Auch ein Volk wird mit 21 Jahren volljährig. Und wie? Wir sind schließlich eine Nation, die mitzusprechen hat. Und wie? Und wenn die Waffen sprechen, sollen wir dann nur lispeln? Nie! Wir spielen 66 uns ganz gewaltig auf. Diskriminierung rächt sich, da kommt ihr schon noch drauf. Wir spielen 66, Wawamp und auch Hasa. Beim Teufel, wer erfrecht sich und steckt uns doch in Star? Wir wollen heute mitmischen, dem Osten Beine machen. Wir sind ja nicht von Pappe. Und lasst ihr uns nicht mitmischen, beim großen Reine machen, ziehen wir ne Faust der Flappe. Diskriminierung rächt sich, drum seid doch nicht so eisig, sonst spielen wir 66.